Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zurück zum Let's Play eurer Truck Simulator 2 zu einer Sonderfolge. Und zwar, wir testen heute nochmal durch die Gegend. Und zwar habe ich auch diesmal Musik mitgebracht. Hier kommt sie. Lofi Hip-Hop heißt das Ganze. Und ich will mal rausfinden, ob das, wie ich die Musik so einstellen muss, dass sie zum Video passt. Deswegen fahren wir heute auch nur eine sehr kurze Tour. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen leiser stellen. Aber mir fällt gerade noch was auf. Ja, so ist besser. Hallo, du hattest doch rot. Wieder Rennsportteile. Nach Frankfurt. Sehr unspektakulär. Ich dachte mir noch, das könnte vielleicht ein Polizeiauto sein, aber sonst ist es ja langweilig. Man passiert hier wenigstens heute irgendwas.
Nehmen Sie die Ausfahrt A3 Richtung Köln. Dann fahren Sie auf die Autobahn. So, vielleicht fange ich jetzt schon mal an zu erklären, warum ich heute kein Endscreen für euch habe und warum das hier definitiv eine Extracts-Folge ist, obwohl wir einen Planauftrag fahren. Erstens, weil es sehr kurz ist. Drittens, weil wir hier testen. Erstens, drittens, okay. Zweitens, weil ich keine Ahnung habe. Drittens, weil wir testen. Viertens, weil ich Unterbrechungen drin habe. Fünftens, weil wir keinen Endscreen und keine Pausenbilder haben. Weil sechstens ich meinen Rechner heute umgebaut habe. Ich habe dem noch eine zusätzliche HDD verpasst. Dass ich mehr Speicherplatz habe für neue Games, die kommen. Aber erst bald. Und da muss der Datenumzug noch erst abgeschlossen werden. Das sind so Feinheiten, die man immer wieder findet. Ich habe es zum größten Teil geschafft. Durfte heute meine ganze Steam-Bibliothek nämlich nochmal neu machen. Deswegen konnte ich heute auch nicht streamen, wie es ja angekündigt war. Auf dem Discord-Server. Link dazu übrigens unten in der Beschreibung, ganz oben. Erster Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne vorbeischauen, dann erzähle ich jetzt schon mal, was es im Endscreen zu sehen gäbe. Also von einem Livestream war die Rede. Wenn ihr Livestreams und so weiter sehen wollt, dann darf ich euch wärmstens meinen Twitch-Kanal empfehlen. Dort findet ihr meine Games, die ich hier auf dem Kanal so zeige als Livestreams. Logischerweise. Vielleicht auch in etwas ausführlicherer Form, wer weiß. Reinschauen lohnt sich. Es ist immer was Neues. Und dann darf ich euch auch noch meine verehrten Kollegen ans Herz legen. Wie zum Beispiel den guten SimCity-Jojo oder The Black Jojo. Der streamt oder auch den guten 95xtx, wenn ihr mal etwas außergewöhnlichere Spiele sehen wollt. Schaut dort mal vorbei. Bei Jojo gibt es vor allem Overwatch und die Sims zu sehen. Vielleicht doch mal was anderes. Er hat jetzt mal vor etwas längerer Zeit das Spiel Kentucky Route Zero gezeigt. Auch ein sehr tolles Teil. Und was spielt er noch so? Sims und Overwatch spielen eigentlich so sein Hauptcontent. Und dann eben noch den guten 95xtx. Der spielt so ziemlich alles, was da ist, aber meistens hält er sich so im Genre von Fallout 4 oder Elex auf. All diese Spiele sind so sein Genre. Er spielt natürlich auch Overwatch, aber streamt es nicht so oft. Also wenn ihr so außergewöhnliche Sachen sehen wollt, die hier mal nie laufen würden, Elex oder sowas, oder Fallout, oder was haben wir noch gespielt? The Walking Dead.
So Sachen werden ja hier nicht kommen, weil das ja nicht mein Genre ist, mein Stil. Wenn ihr sowas sehen wollt, schaut mal bei ihm vorbei. Und auch bei Jojo, die Links dazu sind ebenfalls in der Videobeschreibung. Genauso wie eventuelle YouTube-Kanäle zu den Persönlichkeiten. Dann machen wir es halt so. Frankfurt, da ist es ja schon. Und das ist auch deswegen eine Extracts-Folge, weil wir sowas im regulären Senderbetrieb vermeiden möchten. Und das ist auch deswegen eine Extracts-Folge, weil ich damit die Möglichkeit habe, an 2 Tagen ETS hintereinander zu zeigen. Also hätte prinzipiell die Möglichkeit, mache ich aber nicht. Aus diversen Gründen. Gerade hinstellen die Kiste. Genau. Ihr seht nichts Spektakuläres. Strecken wir es noch ein bisschen, fahren wir noch zur Werkstatt. In aller Ruhe.
Mittlerweile weiß ich, dass hier ein Dachhändler lokalisiert ist. Ach Quatsch, ein Iveco-Händler, ja. Ach, diese Unwissenheit. Da stehen wir. Und wir enden mit einem Black Screen und Regen. Ich darf mich fürs Zuschauen bedanken, verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.